herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich heiße euch herzlich willkommen. Hast du auch gerade schon gesagt? Ja, sehr gut. Ich habe mir heute gedacht, ich drehe ein Kooperationsvideo. Was? Du auch? Ich drehe ein Kooperationsvideo mit meiner verehrten Gattin und Du hast Po gesagt. Was? Kopo. Okay. Alles lustig. Ich drehe auf jeden Fall ein Video mit der Bibi und Bibi dreht ein Video mit mir. Also drehen wir in zwei Videos. Einmal die Süßigkeiten aus der Kindheit, die finden hier auf dem Kanal statt. Und einmal die Spielzeuge, die man so in der Kindheit hatte. Und wir haben uns heute so eine richtige Throwback-Tüte im Supermarkt geangelt. Und haben sämtliche Supermärkte durchforstet, praktisch. Und da sind so einige Süßwaren eingetrudelt. Alles klar. Alles klar. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ich verlinke euch auch ganz oben in der Infobox und am Ende Biancas neues Video mit Spielzeuge aus der Kindheit. Und beginnen wir mit den ersten Süßigkeiten. Jeder kennt sie, jeder hasst sie. Jeder wollte immer diese Goldtanne haben. Jeder wollte sie haben, das stimmt. Aber keiner mochte die. Dass die kleben immer so in den Zähnen. Schreibt, ihr müsst unbedingt einen Kommentar schreiben, wenn ihr sagt, ich habe nur 2-Euro-Münze. 3, 2, 1. Warte, die ist noch nicht mal geöffnet. Das Lustige ist... Ja, klebt jetzt schon da. Klebt jetzt schon fest. Ganz rein, junge Dame. Hä? Ganz rein, junge Dame. Wir haben damit früher immer... Aua! Hör mal auf, du Spacko. Wir haben uns früher immer in unserem selbstgebauten Supermarkt bezahlt. Mhm. Wieso hatte ich keinen Supermarkt? Kurze Frage. Stopp! Stopp! Die schmeckt... Schabatte, stopp! Schaffen wir 135.000 Daumen hoch. Klar. Bianca sagt ja. Ich gebe einen Daumen hoch. Ich sag, wir schaffen das. Können wir das schaffen? Lightgeil ist mein Lifestyle. Okay, Leute. Diese Teile, wie der Kaubonbon, ja? Ich habe die genommen, der Jula meinte, ich kenne die jetzt gar nicht so intensiv. Aber ich wollte die immer haben als Kind. Boah, du bist mir viel zu nah, Alter. Das geht gar nicht. Ich wollte die immer haben. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob es so ein richtiges Kindheitsbonbon ist. Bei mir schon. Ich würde sagen, dieses Bonbon hat meine Kindheit nicht geprägt. Schmeckt so geil. Schreibt unbedingt mal in die Kommentare, was eure Kindheitserinnerungssüßigkeiten sind. Hab ich gerade gesagt. Hä? Ja! Oh mein Gott, Brause! Wie kann es aber auch wieder nur du? Oh, Bianca. Schau mal her. Ohne Scheiß. Bitte? Warte, nochmal ganz kurz eingeblendet. Schau mal her. Hast du nicht gesagt? Doch, habe ich. Diese. Brause! Ja, gut! Nein, ich hab das in meiner... Was hattest du denn bitte für eine wunderschöne Kindheit? Bei mir gab's keine Brause. Okay, jetzt brauch dich mal, Junge. Nein, und genau das darfst du nicht machen, weil dann verklebt die Brause und kommt nicht mehr raus. Und das Problem hatte ich jedes Mal. Weiß ich mich gerade fühle, dann würde ich mir irgendwie so Teppiche verkaufen. Ich bin so der dumme Idiot, der so saugt. Und genau so dürfen sie nicht saugen. Boah. Alter. Das hat. Das war geil. Okay. Okay, die hatte sogar ich in meiner Kindheit. jeder hatte so einen Fuß, den er in irgendwas getippt hat und hat so. Hat das ganze Gesicht vibriert. Ja. Ich habe das immer hier vorne zugehalten, hat dann so geshaked und dann hatte ich immer den beprickelsten Fuß. Und jetzt. Hast du auch ab und zu noch Brause übrig gehabt und hast du die dann so reingekippt? Bei mir war leider nie was übrig. Nein! Nein, nicht! Ja, aber du bist mein Gast! Ganze Packung. Mm. Mund auf! Ich will das Geräusch hören! Ja, Bianca, ich sehe es. Schaffen wir! 135! Hattet ihr früher einen Kiosk an der Schule? Oh, ja, Mann! Okay. Jeder kennt den Lutschball. Monsterball oder wie? Den niemand auch. Wunderball hießen die. Hä, da ist ja ein Spiel das hatte ich dran. Nicht.
Sowas hatte ich nicht. Ich hatte den in Dom. Au, 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 au. Jetzt habe ich meinen Nagel umgeknickt. Scheiße, was hast du denn gemacht? Weiß ich auch nicht. Nochmal Zeitlupe. Ey, ich hatte diesen Monsterball in doppelt so groß und ohne Stiel. Und man hat den immer geleckt. Und wenn man die erste Schicht abgeleckt hatte, kam eine neue Farbe. Und dann hat sich die Farbe immer geändert. Und ganz, ganz innen drin war ein riesengroßer Kaugummi drin. Und dieser Ball war irgendwann so ekelhaft, weil du hast ja Stunden, Tage gebraucht, bis der aufgelutscht war. Gleich, die haben auch die Farbe geändert. Was? Willst du mich verarschen? Ich glaube, die waren komplett weiß. Die waren erst weiß. Und da war irgendwie so ein komisches Tier drauf oder sowas. Nee, da war gar nichts drauf. Die waren aber auf jeden Fall doppelt so groß oder so. Ziehen Sie bitte das nächste Objekt. Ich will die! Oh, das war das Highlight. Das war wirklich immer ein Highlight. Hey, jetzt mal unter uns. Ich habe einen Zaubertrick. So konnte ich meine Eltern immer flachsen. Wir hatten ab und zu mal so ein Ding. Da sind so Schutzteile dran. Das müsst ihr leicht nach unten drücken. Dann könnt ihr die Verpackung öffnen. Und niemand sieht, dass ihr es geöffnet habt. Ein kleiner Schlingel. Jetzt sind wir beim Thema, wie habt ihr die gegessen? Bitte schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die gegessen habt. Ich persönlich habe immer den Rand aufgeknabbert. Dann hatte ich ja so ein kleines Loch, habe mir die Brause da rausgekippt. Und dann habe ich nämlich das Esspapier drumherum einfach so gegessen. Es gab Esspapier mit einem Stift dabei. Und dann konntest du da drauf schreiben und den dann auch essen, ohne dass es schädlich war. Wieso hatte ich sowas nicht? Das ist gar kein typisches Kindheitsprodukt, aber Julia wollte es unbedingt. Ein Picoballa. Picoballa Haribo. Das habe ich früher immer gehabt. Das hat meine Tante mir immer geschenkt. Schreibt mir in die Kommentare, ob das für euch auch ein Kindheit. Das gibt aber echt geil. Ich habe dir das allererste Mal gegessen. Okay, Leute, ich habe eine Frage. Als ich auf dem Zeltlager war. Ah, okay, das ist aber interessant. Ich habe eine Frage. Seid ihr, die ich esse Bonbons. Erst ein Viertel, dann nochmal ein Neuntel, dann ein Achtzehntel und dann ein Siebzehntel. Oder seid ihr so Leute wie ich, die sagen, 14 auf einmal, viel leckerer. Leute, noch nie mal im Leben gesehen. Liebesperlen in einer Babyflasche. Jeder. Ja, wie sollte ich das nicht? Richtig selten und die waren so scheiße teuer. Und wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben diese Liebesperlen gegessen, weil die keiner wirklich mochte. Wir haben ein paar. Au! Ja. Wir haben damit gespielt. Wir haben die Babyflasche als Babyflasche benutzt, haben dann Wasser reingetan und noch einmal dann so. Ja, ja, das hatte ich auf jeden Fall. Nicht oft, aber kennt ihr die noch? Diese Tuben. Tubblegum. Das ist wie Zahnpasta. Ja, weißt du was, wir könnten mal ein Video drehen über die krassesten Kaugummiarten der Welt. Geil. Gebt mal einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt. Auf die verrücktesten Kaugummis. Die verrücktesten Kaugummis, die es so gibt. Okay, rein. Der ist voll weich, ne? Pets. Das hatte ich sogar. Pets. Hatte ich in meiner Kindheit. Und es gab immer verschiedene Pets-Figürchen. Und dann konntest du dir diese Nachfüllpackung kaufen. Ja. Ich glaube, ich hatte nie so eine Figur. Okay, Frage. Wer hat auch immer versucht, diese Dinger zu befüllen? Dann ist das Ding reingeflutscht und alle Teile sind rausgefallen. Das kenne ich noch. Boah, das ist voll das geile Video, so Kindheitserinnerungen kommen hoch. Was kann man noch aus der Kindheit drehen? Sag mal, wenn dir nicht irgendwas Geiles einfällt. Jula. Echt? Scheiße! Genau das ist mir immer passiert. Man zieht den das ja aus der Gurgel raus. Kommen wir zum letzten Produkt, bevor das ultimative Spielzeugvideo aus der Kindheit kommt. Das ist eigentlich noch heftiger, oder? Das sind jetzt so die Sachen, die man sich so reingedrückt hat. Aber jetzt kommen gleich die Sachen. Wir haben so geile Spielsachen. Ich habe eine Idee, weißt du was? Ich verlege das jetzt hier schon mal in der Ecke. Kaugummis. Diese typischen runden Kaugummis, die man auch in diese Kaugummiautomaten reintut. Die hat mir genau 5 Sekunden gekaut. Mmh, ist das lecker? Schmeckt nach nichts mehr. Und dann waren die irgendwann richtig hart und eklig. Und ich hatte die wurden immer so hart. So Leute, jetzt schaut euch unbedingt die krassesten Spielzeug-Throwback-Erinnerungen aus unserer Kindheit an. Also, hier verlinken wir euch das jetzt, Bibis neuestes Video. Hinterlasst mein Video unbedingt einen Daumen nach oben, weil wir wollten ja 135.000 schaffen. Stimmt. Kannst du auch mal sagen, dass du mir einen Daumen hoch geben sollst? Bitte Daumen nach oben.
Weil wenn du das sagst, dann machen die das bestimmt auch. Ich hatte das nicht in meiner Kindheit. Ich hatte keine Daumen hoch in meiner Kindheit. Okay, bis gleich. Tschüss. Check. Bis gleich.